ja, kommt von Moustache und Bartwachsen, ist, erregt Aufmerksamkeit und es ist eine gute Geschichte, um das zu bewerben, um die Männervorsorge irgendwie in Angriff zu nehmen und ins Bewusstsein zu rücken. Prostatakrebs ist eine Sache, die man einfach bekämpfen muss. Ja? Und wenn man da was tun kann, ist es gut. Es ist irrsinnig gemütlich, also man sitzt vorher beisammen, man sitzt nachher beisammen. Das kann allen Männern, nicht nur in meinem Alter, treffen und etwas Gutes zu tun als Prominenter. Ich glaube, da gibt es keine Frage. Da muss man ganz einfach mitmachen. Eine Bewegung wie Movember macht dann darauf aufmerksam und rüttelt dann halt wach, damit man halt das wahrnimmt und sagt, okay, jetzt gehe ich zum Arzt, was ich halt dann vielleicht hinausgezögert hätte. Leiden, denen es nicht so gut geht wie mir oder anderen von uns, die da heute mitspielen, einfach Aufmerksamkeit bekommen. Mir ist das sehr wichtig, weil es kann an jeden betreffen damit und mir ist, also ich bin froh, dass ich die Aktion unterstützen kann. Die Idee ist natürlich sehr gut, dass man auch für die Männer eine Krebsprävention und bekannt macht, was wir alles kriegen können. Und vor allem beim Prostatakrebs ist die Früherkennung ja besonders wichtig. Incredible day, incredible people, so passionate about Movember and the cause, and just to see them having fun on this incredible day, it's been one of the best days of my years, to be honest. Ich glaube, es ist ein richtig gutes Turnier und jeder sollte schauen, dass er dabei sein kann.